Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video legen wir den Fokus auf grundlegende Webinarformate. Abhängig von den Inhalten, der Teilnehmendenzahl und der möglichen Beteiligung der Lernenden können Live-Online-Veranstaltungen sehr unterschiedlich gestaltet werden. Welche Webinarformate man im Allgemeinen unterscheiden kann, erklärt Ihnen meine Kollegin Karin Kulmer. Wir unterscheiden zwischen eigenständigen Formaten, also Standalone-Webinare, bei denen das Live-Online-Meeting das ganze Format ausmacht, und Live-Online-Veranstaltungen, die Teil eines größeren Bildungsformats sind. Schauen wir uns zuerst einmal die eigenständigen Formate an. Dazu gehören der Online-Vortrag, die Online-Podiumsdiskussion, der Online-Workshop, die Online-Sprechstunde und die Online-Führung. Online-Vorträge oder Podiumsdiskussionen eignen sich vor allem dann, wenn man strukturiert einen bestimmten Content vermitteln möchte. Das geht auch bei großen Webinaren mit über 100 Teilnehmerinnen. Im Vergleich zu einem Vortragsvideo hat man damit den Vorteil, dass die Referentinnen und das Podium live miteinander diskutieren können. Zum Beispiel durch Videozuschaltung oder im Chat. Man kann natürlich auch Abstimmungen oder andere interaktive Elemente einbauen. Online-Workshops oder Gesprächsrunden eignen sich gut für kleinere Gruppen. Dabei gibt es kein Podium, sondern alle sitzen auf Augenhöhe zusammen und diskutieren gleichberechtigt. In größeren Gruppen kann man das mit Hilfe sogenannter Breakout Rooms umsetzen. Dabei werden die Teilnehmerinnen vorübergehend in kleinere Untergruppen aufgeteilt und kommen dann später wieder in der Großgruppe zusammen, um die Ergebnisse zu diskutieren. Als Online-Sprechstunden bezeichnet man Termine ohne fixe Agenda, die online per Videokonferenztool durchgeführt werden. Man kann Online-Sprechstunden auch so organisieren, dass man mehrere Vier-Augen-Gespräche hintereinander durchführt und die Terminanmeldung und Terminkoordination mit Hilfe von Online-Tools organisiert. Bei interaktiven Online-Führungen überträgt der Veranstalter oder die Veranstalterin live von der Handykamera in den Online-Webinarraum. Damit kann man dann zum Beispiel einen Stadtspaziergang oder eine Führung veranstalten, zum Beispiel durch ein Museum oder durch eine Bibliothek. Ein Live-Online-Format kann auch eine Erweiterung eines Präsenzformats darstellen, also eine sogenannte hybride Veranstaltung. An einer hybriden Veranstaltung kann man einerseits vor Ort, also in Präsenz, teilnehmen, oder man schaltet sich von außerhalb zu. Das bedeutet, es können auch Personen, denen eine Anreise zum Veranstaltungsort nicht möglich wäre, an der Veranstaltung teilnehmen. Bei einer Online-Tagung können zum Beispiel mehrere Online-Vorträge hintereinander stattfinden. Dabei ist es empfehlenswert, mindestens alle 1,5 Stunden eine Pause zu machen und auch eine längere Mittagspause einzuplanen. Interaktive Elemente wie zum Beispiel Publikumsbeteiligung per Chat oder per Umfrage können so eine längere Vortragsserie auflockern. Bei einem Flipped-Webinar beschäftigen sich die Teilnehmerinnen schon vor dem eigentlichen Live-Termin mit den Inhalten. Zum Beispiel, indem sie Inhalte anhand von Texten oder Videos erarbeiten, eine Befragung beantworten oder sich auf einer Lernplattform vorstellen und eine Übung hochladen. Der eigentliche Live-Online-Termin wird dann dafür genutzt, das Gelernte in der Gruppe zu diskutieren. Bei einer Webinarreihe finden mehrere thematisch zusammenpassende Webinare oder Live-Online-Veranstaltungen in einem längeren Zeitraum statt. So können die einzelnen Veranstaltungen kürzer gestaltet werden, und die Zeit zwischen den Terminen kann eine Gelegenheit darstellen, die Inhalte in der Praxis zu erproben
und dann beim nächsten Termin zu reflektieren. Wie Sie sehen, gibt es vielfältige Möglichkeiten, um Webinare zu gestalten und umzusetzen. Außerdem sind viele Variationen und Kombinationen der einzelnen Formate denkbar. Die Wahl des Formats hängt letztendlich immer von den Lernzielen und den Bedürfnissen der Lernenden ab.